Morgens bei der Firma Roche im oberbergischen Penzberg. Roche ist als fahrradfreundlich zertifiziert. Wer mit dem Radl kommt, findet überdachte Abstellplätze direkt vor seinem Büro oder Labor. Hier arbeiten 6000 Menschen und ein Fünftel davon kommt mit dem Fahrrad. Weil es für mich der einfachste Weg ist, in die Arbeit zu kommen. Und ich habe in der Früh gleich noch ein bisschen Bewegung, um den Kopf freizukriegen. Ich wohne hier in Penzberg, das heißt, die 4 Kilometer mit dem Fahrrad ist überhaupt kein Problem. Auch im Winter. Und dann hatte man das Auto in der Familie zu Hause und ich musste es nicht hier im Parkhaus den ganzen Tag stehen lassen. Man hat frische Luft, sage ich mal. Man fährt bei jedem Wetter, also ob es jetzt minus 20 hat oder plus 30. Das fördert bloß den Spaß des Radlfahrens, in Anführungszeichen. Vorteil für Roche, Parkplätze fallen weg, das bringt Platz für neue Gebäude. In Penzberg baut Roche Diagnosegeräte für die Medizin. Mitarbeiter haben Anspruch auf 2 Leasingfahrräder im Wert bis zu 10.000 Euro. Dazu gibt es Shuttlebusse und Jobtickets für den öffentlichen Nahverkehr. Und so wie beim Blumenstrauß, wo dem einen die Blume gefällt und dem anderen jene, sucht sich dann, kann sich jeder das raussuchen oder sucht sich raus, was er gerne hätte, was für seine spezielle Lebenssituation und für seinen Wohnort bis hin zum Wetter passend ist. Das heißt, an einem Tag fährt er mit dem Radl, bei Sonnenschein, im Sommer bei warmen Temperaturen, im Winter dann eher Bus. Und die Kombination, die wollen wir unseren Mitarbeitern ermöglichen. Zertifizierung durch den ADFC geschafft. Der Campus Pfarrkirchen der Hochschule Deggendorf ist der 24. fahrradfreundliche Betrieb in Bayern. Noch nicht viele, aber laut ADFC werden es stetig mehr. Förderung vom Freistaat würde helfen. Wir würden uns wünschen, dass Unternehmen, die sich auf den Weg begeben und den Prozess durchgehen, bei den Kosten unterstützt werden, entweder für die Beratung in der Vorbereitung oder aber auch dann für die Zertifizierung. Das machen andere Bundesländer vor, indem es zum Beispiel einen festen Zuschuss gibt zur Zertifizierung. Betriebe können sich in Gold, Silber oder Bronze zertifizieren lassen. Anforderungen sind zum Beispiel Waschmaschinen, Duschen oder Dienstfahrräder. Am Campus Pfarrkirchen gibt es die Bike Station, einen Reparaturservice von Studenten. Die Hochschule erforscht die Radler auch. Ja, wir versuchen eben zu messen über Fahrradcomputer und GPS, wie weit wir die Nutzung der Fahrräder verbessern durch das Serviceangebot, was wir haben. Da zähle ich die Fahrräder dazu, dazu zählt eine Bike Station eben auch. Die Hochschule hat knapp 1400 Studenten aus 80 Ländern. Für sie wie für die Mitarbeiter ist das Fahrrad wichtig, um zum Campus zu kommen. Viele fahrradfreundliche Betriebe werben in ihrer Region für bessere Radwege. Nur wo die Infrastruktur ausgebaut ist, steigen Menschen gern aufs Fahrrad um.